Raketen wieder auffüllen. Und mit dem Feuerball in der Hand, ja, speichern. Und dann geht's mal los. Auf geht's, das Böse besiegen. Mal wieder. Hoffentlich hilft's diesmal. My Lord. Das ist also der Doktor. Den kennen wir doch aus dem Titelbildschirm. Ich habe dir alle die Samen gebracht, die du wolltest. Gut gemacht. Übrigens, die Blumen, die dort blühen, sind das die Dämonenblumen? Ja. Oh mein Gott. Uncanny, hässlich? Sind nicht so toll, wie ich dachte. Oder sehen nicht so toll aus, wie ich dachte. Oder so böse, wie ich dachte. Soll ich eine als Test vertilgen? Oh nein, lass uns das nicht tun. Lass uns die Reaktion an einem Mimiga testen. Oh ja, mein Lord. Oh ja. Oh oh. Tatsuku, oder? Tatsuku? Oh, wo bin ich? Ah! Oh oh. Wohin glaubst du, gehst du? Balrog. Fütter ihr eine Blume. Okay. Hier, nimm. Nein, stopp! Ist das? Händel weg von ihr! Oh, King! Wow! Toroko, geht's dir gut? King! Oh, mein Kopf! Nein! Du bist der Doktor. Ja, ich bin der Doktor. Und von jetzt an bin ich der neue Anführer. Freut mich sehr, dich kennenzulernen. Und was genau ist dein Plan mit diesem Schwert? Ich werde dich töten. Fump. Boah, sind sie wirklich so fragil, bevor man sie in Rage bringt? Oh, du bist der Soldat von der Oberfläche. Du kommst genau zur richtigen Zeit. Hier, die sind all deine. Oh nein, danke nicht mir. Habt Spaß, ihr drei. Drei? Achso, ja, okay. Toroko! Oh oh. Nein! 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 Ich kann nicht mehr fliegen. Verdammt! Ich kann wieder fliegen. Nach oben kannst du nämlich nicht. Ah, okay, doch. Wenn ich runterkomme, kannst du mich abwerfen. Was machen die da? Ah, die geben Erfahrung. Gut. Ah, da wirft mit den. Er oder sie wirft mit den Samen um sich. Die Samen der Blumen. Was? Ich habe gerade voll nicht auf meine Lebensenergie geachtet. Okay. Fast forward, das kennen wir alles schon. Ja, bla 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 bla. Ich finde, diese Sequenzen sollten nur einmal kommen beim Durchspielen. Ja, also Toroko wird jetzt böse, dann muss ich sie besiegen. Ich muss echt mehr auf meine Lebensenergie achten. Es ist ja nur so ein kleiner Balken da links oben irgendwo am Rand. Bei Diablo 2 sind das so richtig schöne große Kugeln und wenn die dann klein werden, dann sieht man richtig den Unterschied zu der vollen Kugel. Aber das ist hier leider nicht so der Fall. Dass man das Leben so einfach sieht. Ah! Heilung, immerhin. Ich habe gleich keine Munition mehr. Ach, verdammt. Und ich habe auch kein Level mehr. Kein Level 3 mehr. Ah! Boah, das macht so Schaden, ey. Nein! Toroko, nein! Warum tust du das? Achso, ja, wegen der roten Blume. Ich erinnere mich. Heilung, schön. Ah, verdammt. Schnell weg. Solange ich unverwundbar bin. Hier, Raketen. Schnuppergas. Ah, ach, nö. Ah, so knapp. Ach, Mensch.
Ja, hier bin ich wieder. Ich hoffe, ich habe das zwischendurch rausgeschnitten. Ich habe zum Anfang nichts gesagt, weil ich nicht ganz mich aufs Reden konzentrieren konnte, weil ich endlich mal gewinnen will. Ich versuche es diesmal mit dem Feuerball statt der Maschinenpistole. Weil der, glaube ich, in diesem Gelände geeigneter ist als Waffe. Ich muss gucken, dass ich auf Level 3 bleibe. Ach, verdammt. So viel dazu. Na, was? Och, nein. Also dann, nochmal bis gleich. Und damit willkommen zurück zum vierten Versuch, wenn mich nicht alles täuscht. Und damit versuchen. Ah! Okay, das hat nicht geklappt. Das hat irgendwie auch nicht geklappt. Verdammt. Das war ja. Das ging ja lange. Ach, verdammt. Ein letzter Versuch noch für diese Aufnahme. Und dann habe ich keine Lust mehr. So, vierter Versuch. Blöder Endgegner. Ach, ist das zu früh? Nein, 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 ausweichen! Ausweichen! Und jetzt runter durch und die Heilung holen und wieder Level up. Doch nicht Level up. Aber, boah, ausweichen! Und runter durch und ausweichen. Ja, so geht's sogar einigermaßen. Heilung, Heilung, Heilung. Nein. Ah. Man muss aufpassen, dass die Feuerbälle nicht umsonst irgendwo rumfliegen. Und man kann nur vier Stück gleichzeitig haben. Ah. Das ist doch unglaublich, wie gut die trifft, die Toroko. Der Toroko? Keine Ahnung. Toroko trifft verdammt gut. Ah, aber ich jetzt auch. Ach, Mist. Hey! So, der sechste Versuch dieses Endbosses. Letztes Mal habe ich es mit dem Feuerball versucht. Das hat eigentlich ganz gut geklappt, aber ich möchte nochmal die Maschinenpistole testen. Nämlich das Drüberfliegen. Hier oben kann ich Toroko nämlich, glaube ich. Okay, doch. Kann ich also doch treffen hier oben. Aber ich kann ganz gut Schaden machen. Dann kann ich mit dem Feuerball die kleinen Biester hier töten und mich wieder stärken.
Raketen wären auch eine Idee. Aber ich muss ausweichen. Ganz wichtig, ausweichen. Das ist ganz wichtig. Und die... Vor allem die Herzen, die hier immer wieder mal erscheinen. Die da... einsammeln. So, Rakete. Oh, verdammt. Oh, Mann. Ein Herz. Ja, ja, und ein Level up. Leer. Okay. Ja, Leben, Heilung. Maschinenpistole braucht ein Level up. Kriegt sie. Ah, so viel Schaden. So much damage. Nein, nicht schon wieder sterben. Nein. Oh. Oh, wow. Das war gerade Glück. Oh Gott, ist das schwierig. Ich dachte, schon der letzte Boss war schwer. Oh, ich bin fast tot. Oh, puh. 6 Versuche, ey. Und ihr habt nur 2 davon gesehen. Das war ja... Boah, war das schwierig. Aber irgendwie ist es gut. Ich meine, es ist schwierig, aber es ist machbar. So wie ein Spiel sein müsste. Also mein Lob für dieses Spiel wird dadurch nicht eingeschränkt durch den schweren Boss. Es ist zu spät für mich. Wirst du mich rächen? Du bist jetzt nicht tot, oder? Er ist wohl tot. Und hier ist das Schwert. Ah, ich dachte schon, das ist ein Nahkampf. Macht das viel Schaden? Ich weiß es nicht. Hussa! Ach nein. Ernsthaft? Entschuldigung. Also, du lebst. Du erinnerst mich an den einen damals. Ein sehr kleiner Roboter. Genau wie du. Aber ich sehe schon, dich direkt zu konfrontieren, macht Dinge nur kompliziert. Ins Labyrinth mit dir. Und mit dir auch. Oh, das hat sich gut gefühlt. Das fühlt sich gut an. Ich habe den Boden getroffen.